Mehr als ein Jahr ist der Tag nun schon her, der Christina Vogels Leben für immer verändern sollte. Die Bahnrad-Olympiasiegerin stürzt bei einem Trainingsunfall und verletzt sich dabei so schwer, dass sie fortan im Rollstuhl sitzen muss. Mittlerweile hat sich die Sportlerin mit ihrem neuen Leben arrangiert, so wie es wohl nur die wenigsten schaffen. Auf beeindruckende Weise kämpft sie für das Abbauen von Barrieren und ein Umdenken in der Gesellschaft. Nun macht die 28-Jährige mit einem emotionalen Wutausbruch auf sich aufmerksam. Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht Christina ein Video, in dem sie ihrem Ärger freien Lauf lässt. Darin regt sie sich über Menschen auf, die Behindertenparkplätze unrechtmäßig blockieren, nachdem sie keinen Parkplatz gefunden hat. Ich habe das nicht ausgesucht, das Leben. Ich habe nicht ausgesucht, im Rollstuhl zu sitzen. Und weiter: Wenn ihr meinen Behindertenparkplatz nehmt, dann nehmt bitte auch meine Behinderung. Wie sehr sie dieses Thema mitzunehmen scheint, wird besonders am Ende ihres Videos deutlich. Ich suche mir das Leben nicht aus. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Wenn ich es anders auswählen könnte, dann würde ich wieder laufen. Tue ich aber nicht. Werde ich niemals. Ich bin im Rollstuhl. Ich kann damit klar. Aber nicht mit so einer Ignoranz von anderen einfach halt. Für Leute, die es halt einfach im Leben ein bisschen schwieriger haben. Ein mutiger und wichtiger Schritt, dieses Thema anzusprechen.